Und hier geht es jetzt auch direkt weiter und wir bewegen uns entlang der lebenslangen Bildungskette in Richtung Hochschulen und Universitäten. In diesem Zusammenhang sei aber auch auf das Programm auf der Fachbühne verwiesen. Um 15.45 Uhr findet dort eine Podiumsdiskussion statt zum Thema zwischen Hörsaal und Cloud. Wie studieren wir im digitalen Zeitalter? Zur gleichen Zeit, um 15.45 Uhr, findet ein Roundtable statt, und zwar zum Thema OER sind kostenlos oder Diskussion über Finanzierung und Lizenzierung von Open Educational Resources. Und ich darf jetzt hier auch schon direkt meine zwei nächsten Gäste begrüßen, Susanne Hütschner und Marco Kukulis, mit einem Vortrag zum Thema mehr soziales Lernen in der Digitalität, Learning Sprints und Automatisierung bei der International University. Susanne Hütschner ist Client Technology Lead bei Microsoft Deutschland und damit für die technisch-strategische Beratung von Kunden der öffentlichen Hand verantwortlich. Seit 5 Jahren betreut sie den Bereich Education bei Microsoft, hauptsächlich in Verantwortung für Hochschulen und Universitätskliniken. Und Marco Kukulis ist seit 2016 Chief Technical Officer der IU Internationale Hochschule. Und genau um diese IU Internationale Hochschule wird es jetzt auch gehen und um ein neues Angebot für Fernstudierende, die sogenannten Learning Sprints. Wir sind sehr gespannt, Frau Hütschner und Herr Kukulis, herzlich willkommen hier. Sie haben das Wort. Ja, danke schön für die Überleitung. Wir sind heute hier da, um mit Ihnen darüber zu diskutieren, was die Frau Stark-Watzinger schon gesagt hat, das Potenzial von Digitalisierung in der Bildung zu nutzen und Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit herzustellen. Ebenso wie der Herr Hagsbier sagte, Recht auf Bildung und den Koalitionsvertrag mehr Fortschritt wagen. Also das wird hier gerade gewagt und das würden wir gerne in dem Vortrag zeigen. Ich gehe mal auf die nächste Folie. Marco, kannst du uns mal bitte erzählen, wer ihr seid und was die IU ist? Also IU ist eine private Hochschule. Das wurde irgendwann in 2000 mal gegründet mit einem Campus in Bad Honnef. Das ist bei Bonn. Das wusste ich vorher auch nicht. Und mittlerweile ist der Schwerpunkt aber vom Campus weg hin zu Fernstudium und dualem Studium. Und heute haben wir um die 90.000 Studierende in Master- und Bachelorabschlüssen und sind in 40 Städten mit Studienzentren. Und auch das Unternehmen an sich ist auf diese Städte verteilt mit den ganzen Funktionsbereichen. Also das heißt, da haben wir auch mal die Herausforderung, über diese Grenzen hinweg für Kollaboration zu sorgen. Prima. Genau. Ihr seid ja auf uns zugekommen, weil ihr also eine Anfrage hattet an uns. Wie kann man denn die Digitalisierung und Automatisierung im Hochschulbereich dann auch fördern? Und ihr hattet euch überlegt, dass es im Bereich Sprints so Learning Sprints geben soll. Mhm. Learning Sprints sind aus der Scrum-Methode entnommen. Und das hattet ihr quasi euch schon ausgedacht. Jetzt sind es aber so, dass es nicht nur ein oder zwei Teams sind, sondern tausende Teams und mit 90.000, mittlerweile 90.000 Studierenden. Mhm. Und so seid ihr auf uns gekommen. Und wir haben einen Partner für euch mit uns gesucht. Und die Anfrage konnte dann quasi auch gelöst werden, beziehungsweise umgesetzt werden. Dazu wollen wir natürlich hier ein bisschen was zeigen. Dazu haben wir ein kleines Video vorbereitet. Und in der Zwischenzeit vielleicht für den Chat die Frage, wie lange hat es denn gedauert, um diese Anforderungen umzusetzen? Aber dazu bitte erstmal das Video ab. Wir haben derzeit an der IU Internationalen Hochschule mehr als 50.000 Studierende im Fernstudium und setzen auf Microsoft Teams. Das funktioniert total gut, weil wir unsere studiengangsübergreifend vernetzen können. Wir bieten den Studierenden die Learning Sprints an, um sich 4 Wochen ganz intensiv in der Gruppe zusammen auf die Prüfungen vorzubereiten. Das ist genau das, was im Fernstudium eigentlich fehlt, dieses Ping-Pong-Spielen zwischen den Kommilitonen, dass man jemanden hat, mit dem man die Gedanken austauschen kann. Das verbindet eigentlich beide Vorteile von einer Fernhochschule und einer normalen Präsenzuniversität. Es ist geweihte Konzentration und dadurch, dass es durch diese Learning Sprints viel, viel tiefer in die Materie geht, ist halt einfach die Qualität dementsprechend auch nochmal nach oben gegangen. Wir wollten dieses Lernerlebnis möglichst vielen Studierenden bieten. Wenn man allerdings über 1000 Teams erstellen muss, führt dann an der Automatisierung kein Weg mehr dran vorbei.
Die Dozenten legen in der Power App den Learning Sprint an und die Studierenden können sich anmelden und alles Weitere läuft dann im Hintergrund automatisiert ab. Die Anlegung des Teams, das Versenden der Termine und auch das Pairing durch den Pairing-Bot am Starttag. Und bei dieser Automatisierung haben wir natürlich alle Vorzüge von Azure ausnutzen können und haben hier ein wirklich sehr innovatives Projekt im Bildungsbereich in Deutschland umsetzen können. Irgendwie lernt man plötzlich neue Leute kennen und manchmal versteht man sich halt total gut und hat danach auch noch Kontakt. Das ist toll. Ja, genau. Also hier hatte man schon gesehen, dass Digitalisierung hilft, automatisierte Anwendungen zu geben. Und ich habe noch mal ein ganz kleines Schaubild mitgebracht, oder wir haben das mitgebracht, wo einfach die Lösung dargestellt ist. Die Lösung ist natürlich sehr technisch, darauf will ich heute nicht eingehen, aber wir sehen hier eine ganze Menge an bekannten Produkten, wie zum Beispiel Office, Exchange, Teams, worüber es jetzt auch schon in dem kurzen Video ging, aber auch, ihr seht hier ein Pairing-Bot, das bedeutet, wir haben hier in der Lösung KI, künstliche Intelligenz, eingebaut. Pairingbot ist eine Lösung, wo man quasi Studierende zusammenbringt, egal von welchem Campus aus sie arbeiten, von zu Hause oder eben hybrid vor Ort. Hier können per KI dann auch bestimmte Benutzer zusammengeschaltet werden. Zum Beispiel habt ihr ja auch in anderen Ländern Studierende, die eben dann zur gleichen Zeit eben auch mit zusammenarbeiten können. All das beachtet dann auch die KI. Das ist auch ein Vortrag morgen auf der Bitkom, 15.45 Uhr, KI Hightech im Klassenzimmer. Also da gehen wir dann auch noch mal ein bisschen näher drauf ein. Meine liebe Kollegin, die Cornelia Schneider-Punks, wird das Panel mitleiten. Aber hier sehen Sie kurz im technischen Bereich mal, was alles dazu nötig ist, um zu automatisieren. Denn wir hatten vorhin gesprochen, was ist denn die Digitalisierung? Und die Digitalisierung ist nichts als Zusammenschluss von Services, die eben schon da sind, zu einem cleveren Konzept. Und darauf wollen wir eben jetzt als nächstes auch mal ein bisschen mit eingehen. Deshalb habe ich jetzt gleich mal als nächstes eine Frage an dich, Marco. Welche neuen Learning-Formate wurden denn entwickelt und warum? Also das beste Beispiel sind mit Sicherheit die Learning Sprints. Also da war ich ein bisschen verblüfft, als die Kollegen da auf uns zukamen mit der Idee, sie wollen Sprints, die eigentlich aus der Softwareentwicklung kommen, dann mit den Studenten machen. Und eigentlich ist es ja relativ clever, weil diese ganze Methodik, die man dort hat, da geht es ja dann gerade darum, wie man einen scheinbar überwältigenden Berg Arbeit runterbricht und handhabbar macht. Und das haben wir ganz klassisch ausprobiert als MVP, also als Minimal Viable Product, in wenigen Kursen mit nur einigen Studenten, und da war dann die Rückmeldung so durchschlagend positiv, dass wir das dann natürlich dann auf alle Studenten ausrollen wollten. Und deshalb sind wir dann so ins Gespräch gekommen. Aber während das dann ja dann noch auch im Kern eine relativ smarte Idee enthält, es gibt ja auch Konzepte, die einfach gut funktionieren an klassischen Universitäten und die wir dann jetzt dann übertragen haben auf remotes Lernen für die Fernstudenten. Also zu meiner Zeit gab es noch Seminararbeiten und Tutorien. Bei uns heißt das jetzt Creative Labs und Course Feeds. Aber die Grundidee ist im Prinzip das Gleiche. Also dass man mit hier jetzt Teams Studenten zusammenbringt, damit sie dann in Gruppen mit einer Lehrkraft Themen erarbeiten können oder aber eben dann jetzt im Sinne dieser virtuellen Studienarbeiten, Seminararbeiten, dann Studenten selbst ein Gewerk abliefern müssen, aber am Ende dann auch dann die Möglichkeit haben, sich mit anderen Studenten auszutauschen. Und das ist eben etwas, was wir hier mit Teams ermöglichen und wo aber dann eben die Herausforderung besteht bei unseren Mengen, dass das Ganze dann einfach automatisiert sein muss, um alle zu erreichen. Dankeschön. Vielleicht noch eine kleine Frage an den Chat. Wie würden Sie denn am liebsten lernen? Das würde uns auch noch mal sehr interessieren. Ist das eine Variante, die Sie auch umsetzen können an Ihrer Hochschule, an Ihrer Einrichtung? Im dritten Kapitel, hatte ich ja vorhin schon gesagt, würden wir einfach mal gucken,
wie eine internationale Hochschule skalieren kann. Also das heißt, wie setzt ihr das Hybridmodell für Studierende um und die Studierenden von zu Hause und im Campus zu mixen? Wie kann das hybride Konzept bei euch funktionieren oder wie funktioniert das? Also ich glaube, als Hochschule hat man immer die Herausforderung, wo kann man eigentlich wirklich innovativ sein? Und jetzt dann hier an der Stelle ist es halt so, dass wir schauen, was es klassischerweise am Campus gibt und was wir dann ins Online-Erlebnis übertragen können. Und was wir schon gesehen haben, die Learning Sprints sind so etwas wie Online-Studiengruppen. Die Tutorien haben wir online verlegt. Was man bei uns auch machen kann, ist, man hat die Wahl bei Klausuren, ob man die online durchführt oder eben ganz klassisch in einem Hörsaal mit anderen Studenten um sich herum. Und da tickt ja im Grunde jeder anders. Also ich könnte beim Lernen wunderbar damit leben, ohne großartige Interaktion mit anderen, sondern einfach für mich selbst. Aber ich bräuchte zum Beispiel, um mich zu konzentrieren, die Hörsaalatmosphäre. Also deshalb, das sind dann Sachen, da geben wir den Studenten möglichst viel Freiheiten. Eine andere Sache, wo man auch dann die Wahl hat, ist, natürlich kann man bei uns die Studienskripte ganz klassisch sich ausdrucken und schicken lassen. Aber wir bewerben es eben auch aktiv, dass die Leute unsere E-Reader-App verwenden, die wir selbst gebaut haben, und dann aus der App heraus lernen, die auch dann ganz viel Funktionalität hat, die man aus Kindle heraus lernt. Also das sind eigentlich immer so diese, wir schauen, was haben wir halt klassisch da und wie können wir das dann ins Digitale übersetzen. Und manchmal ist das dann mit den verfügbaren Technologien gar nicht so schwierig. Genau, da hatte ich ja auch schon mal mit euch und mit eurer Nachhaltigkeitsabteilung gesprochen, dass es eben auch ein direktes Ziel von euch ist, das zu reduzieren und da eben auch auf Nachhaltigkeit zu setzen. Genau, also wir bewerben die App ausdrücklich damit, dass dann weniger Bäume sterben müssen für die Skripte, die gedruckt werden. Ja, dankeschön. Wie skaliert ihr denn überhaupt? Also wie könnt ihr abgesehen von dem, was du schon berichtet hast, noch dann auch weiter skalieren? Also als ich angefangen habe in 2016, da waren wir irgendwas bei, lass mich lügen, ich glaube 16.000, 17.000 Studenten und sind über 90.000. Und es ist immer leicht, rückblickend zu rationalisieren, wieso irgendwas irgendwie geklappt hat. Ich glaube aber bei uns tatsächlich gibt es zwei Sachen, die wichtig waren. Das eine ist, eben der smarte Einsatz von Technologien und der andere, man muss nicht mal unbedingt immer innovativ sein, indem man die Welt komplett neu erfindet, sondern man kann sich einfach in anderen Branchen abschauen, was dort funktioniert. Also wir hatten jetzt als Beispiel die Learning Sprints. Das ist halt etwas, was einfach in der Softwareentwicklung gang und gäbe ist, dass man in Sprints arbeitet und wir haben das dann übersetzt auf ein Modell, damit Studierende in Gruppen zusammenarbeiten. Anderes Beispiel ist unsere eigene interne Softwareentwicklung, die App gebaut hat. Die ist auch wie eine ganz klassische Softwareentwicklungsabteilung strukturiert, wie man sie bei einem normalen Softwareunternehmen finden würde. Und anderes Beispiel wieder unsere Medienproduktion. Also mit den mehr als 1000 Kursen, die wir haben, müssen wir mehr Unmengen an Skripten und Videos auch produzieren. Und das nimmt eigentlich ganz viel Anleihen, denke ich, an einem modernen Verlag und wie die arbeiten, um dann in der Masse Inhalte zu produzieren, was dann auch bei uns dann wieder dann durch digitale Prozesse unterstützt wird. Also das sind, glaube ich, so die Sachen, wie wir versuchen, diese Skalierung überhaupt auch hinzubekommen. Mhm. Gibt es noch weitere Themen, wo Microsoft Services für eine bessere Skalierbarkeit gesorgt hat? Das ist bei dem ganzen Thema eben Kollaboration über das Unternehmen hinweg. Also als ich angefangen habe, das war quasi jede Besprechung schon immer eine Telco, weil es dann Kollegen gab, die von irgendwo remote sich eingewählt haben. Und da war ehrlicherweise die Akzeptanz von Teams noch gar nicht so verbreitet und diesen ganzen Stack, den Microsoft dort anbietet. Und wir haben dann, ich glaube, in 2017 schon ein Team gegründet für Unified Collaboration und Communication und haben das, sagen wir, als Angebot gemacht an die Kollegen, dass sie das nutzen können. Aber wer an seiner alten Telco hängt, konnte die natürlich auch noch verwenden. Und das hat dann wirklich dann, man musste am Anfang ein bisschen Geduld haben. Das war erst ein bisschen enttäuschend am Anfang, die Akzeptanz. Aber irgendwann wurde es dann zum Selbstläufer. Und das ist auch dann uns dann sehr zugute gekommen, als dann der erste Lockdown losging.
Also ich war da echt in Panik vor den ersten Lockdown-Tage und wir haben alle möglichen Strategien besprochen, wie wir das wohl einfangen würden. Die Tausenden von Tickets, die wir befürchtet haben von Studenten und Mitarbeitern, weil dann einfach dann die Arbeit und der Lehrbetrieb nicht mehr funktionieren würde. Aber es lief erstaunlich gut. Also ich glaube, die Erfahrungen haben vielleicht dann auch relativ viele Firmen gemacht, dass das gar nicht mal dann so schlimm war, wenn alle aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Aber bei uns lief das, glaube ich, schon echt erstaunlich gut. Und also dann diese Welle an Problemen von Mitarbeitern, die wir da befürchtet hatten, die gab es einfach gar nicht. Und das war ein sehr schönes Erlebnis. Und ich glaube auch bei uns die Lehre, also gerade das Fernstudium war überhaupt nicht betroffen vom Lockdown. Eben auch wegen solcher Sachen wie der Möglichkeit, Online-Klausuren zu machen. Und das duale Studium, da kam uns auch wieder dann eben zugute, dass wir ja ein Fernstudium betreiben. Da konnten wir auch dann relativ schnell das duale Studium auf Online-Lehre umstellen, sodass es dann auch dann dort weitergehen konnte. Prima, danke schön. Und wenn man dann auch mal auf eure Lösung kommen will, ne, wir werden am Ende des Vortrags nochmal unsere Kontaktdaten einblenden, gerne auf dich oder mich zukommen. Jetzt kommen wir auch schon auf die Fragen im Chat und ich habe gesehen, dass das Thema Datenschutz ein Thema ist. Also wie haben wir denn das Thema DSGVO bei der Nutzung von Teams und anderen Services bewältigt? Habt ihr da, ich kann auch so ein bisschen was berichten, aber habt ihr da? Also bei uns werden die Produkte immer in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung, mit dem Datenschutz und auch Datenschutz bedeutet ja auch Datenschützen vor unberechtigten Zugriffen mit einer eigenen Cyber-Security-Abteilung geplant und entwickelt. Also jetzt dann etwa zum Beispiel hier bei den Learning Sprints ist dann auch bei der ganzen Automation dann, das sind Löschfristen direkt mit berücksichtigt, so wie es sein soll. Und natürlich informieren wir dann auch dann die Studenten ausführlich darüber und es gibt ja dann auch Wahlfreiheiten, ob man dann diese Möglichkeiten nutzen will oder nicht. Also es ist ein ganz wichtiges Thema und ich glaube, das adressieren wir. Aber das ist natürlich immer eine heikle Diskussion. Am Ende muss man dann auch vielleicht ein bisschen den Mut haben, dann diese Sachen auch zu machen. Genau, aber man muss es halt korrekt machen. Absolut. Und dazu haben wir jetzt auch schon eine Datenschutzfolgeabschätzung für alle die Services, die ihr im Einsatz habt, dann aufgeschrieben, haben auch alle eure Mitglieder, also selbst die Gleichstellungsbeauftragte haben wir mit involviert, damit auch ja nichts verloren geht und ja keine Daten quasi unberechtigt dann benutzt werden. Genau. Gibt es denn noch weitere Fragen im Chat? Könnt ihr mich, bin ich laut? Ja. Ah, wunderbar, da war ich gerade nicht sicher. Ich sehe hier noch eine Frage, was die Kriterien für das Pairing sind und gerade jetzt auch, was die KI-gestützte Möglichkeit angeht, was sind da die Kriterien, wonach werden die zusammengestellt? Genau, also es ist ein öffentlich verfügbarer Bot, der Eisbrecher-Bot auf GitHub verfügbar. Ich könnte jetzt Stunden darüber reden, aber es sind unterschiedliche Kriterien, wie eben zum Beispiel Nutzungsverhalten des Benutzers. Also wann studieren die am liebsten, in der Nacht, am Tag oder wo kommen sie eben, aus welchem Land kommen sie her? Aber gern auch unter Eisbrecher-Bot zu finden bei GitHub. Mhm. Noch eine Frage oder? Sonst sehe ich jetzt keine Frage mehr. Wir kommen aber ja auch schon zum Ende. Sie haben gesagt, Sie zeigen auch noch mal Ihre Kontaktdaten und vielleicht sind Sie auch noch auf der Eventplattform unterwegs und man kann Sie kontaktieren. Ganz herzlichen Dank, Frau Hüttner und lieber Herr Kukulis, für diesen spannenden Einblick. Es geht um Positivbeispiele, was funktioniert, um sich einfach inspirieren zu lassen. Und genau, ganz herzlichen Dank Ihnen für diesen spannenden Vortrag. Dankeschön. Sehr gerne und super Veranstaltung. Vielen Dank. Dankeschön.